Hallöle, ich bin's wieder, der Bene von Chiller Games. Es geht weiter mit Pokémon Kristall. Ja, im letzten Part haben wir erfolgreich den Drachentest bestanden und sind nun... Ja, wir haben nun... Was wollte ich sagen? Ich muss überlegen. Wir haben nun einen Drachenorden, der achte Orden... der den achten Orden darstellt und ja, haben jetzt acht Orden und können zur Pokémon-Liga aufbrechen. Ich überlege gerade und versuche mal, dieses Tratini zu schwächen, aber ich denke, ja, Lucky ist da doch recht stark und macht es einfach kaputt. Ah, so ein Tratini, Dragonier, Dragoran wäre schon als Teammitglied ganz geil, aber wir haben ja im Moment schon sechs, ne? Sechs Teammitglieder. Und deswegen werden wir uns natürlich als fangen können, aber nee. Drachenzahn verstärkt Drachenattacken. Das ist auch richtig cool. Und aber wir schwimmen jetzt erstmal gekonnt wieder aus dieser Höhle heraus, denn ich habe keine Lust mehr hier drinne zu sein, weil irgendwie ist es hier ein bisschen blöd. Ne? Ein bisschen blöd. Dieses Carpador, ich habe keine Ahnung, warum das hier ist. Ist bestimmt ein ganz, ganz cooler Drache, so ein Carpador. Es sieht nur ein bisschen, naja, wie soll man sagen, trottelig aus. Aber in Wirklichkeit ist es ein Pokémon von Typ Drache. Weil ja auch Garados, die Weiterentwicklung, ähnelt ja einem, ja, schon so da Drachenschlangen-ähnlichem Zeug, ja. Und ich kann ja auch so Sachen, so Attacken wie Drachenwut zum Beispiel. Und ja, das ist voll der Drache. So, gegen diese Herrschaften haben wir gekämpft. Das heißt für uns, wir brauchen hier nichts mehr. Gehen aus dieser Höhle raus und werden unseren Weg fortsetzen in Richtung Top 4. Und das Coole ist, wir sind, glaube ich, total unterlevelt. Aber wen kümmert's? Oh, Handy klingelt. Hallo, Bene. Ich habe hier etwas für dich. Schau's mal in meinem Labor vorbei. Bis später. Klick. Okay. Wir sollen im Labor vorbeischauen. Machen wir das doch mal. Ja, Neuborgia! Können wir auch gleich mal nach Hause gehen, unserer Mutter Bescheid sagen. Machen wir gleich. Na, Mutti, alles klar bei dir? Hi, willkommen. Ich sehe, du bemühst dich sehr. Ich habe dein Zimmer aufgeräumt. Ist es wegen deinem Geld? Nö. Ist die Sommerzeit vorbei? Nö, noch nicht. Gib immer dein Bestes. Ja, aber natürlich, Mutter. Das mache ich. So, was für ein Pokémon-Pop hat sie denn gekommen? Hey. Ach, die muss man ja hier, ne? Dekoration, genau. Bett? Nee. Poster, Ornament. Pipi-Puppe? Oh mein Gott. Naja. Wir legen sie mal hin. Oh ja, wie männlich dieses Zimmer doch aussieht. Naja, bei Glumanda habe ich noch gedacht, ey, geil, Glumanda, aber Pipi, naja. Hi Bene, dank dir komme ich mit meinen Forschungen hervorragend voran. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oh, ein Meisterball, oh. Dieser Ball, wer es nicht weiß, ist... der beste Ball im ganzen Spiel, in der ganzen Pokémon-Generation. Denn mit diesem Ball kann man alle Pokémon sofort fangen. Also die, aus diesem Ball kann kein Pokémon fliehen. Das ist doch mal richtig geil. So, den Meisterball stecken wir natürlich in unsere Balltasche. Der Meisterball ist der beste von allen. Er ist der ultimative Ball. Ihm kann kein Pokémon entwischen. Er wird nur anerkannten Trainern, Forschern überreicht. Aber ich glaube... du hast bessere Anwendungen dafür als ich, Bene. Dankeschön. Kurz mal hier gucken, hier so. Das ist bestimmt einsames Pokémon. Ich nehm's mal mit.
Er beinhaltet ein Pokémon Lindpur gefangenes Pokémon. Ja, aber oh, das ist bestimmt ganz traurig. Hier müssen wir weiter. Ja. Ich würde einfach mal sagen, los geht es mit Surfer. Route 27. Okay. Hi, willst du kämpfen? Hey, weißt du, was du gerade getan hast? Du hast deinen ersten Schritt in Kanto gemacht. Sieh auf die Karte, in dein Pokécom. Na, wenn du das sagst, müssen wir das natürlich gleich mal erforschen. Karte. Oh mein Gott, wir sind in Kanto. Das ist ja... Wow. Okay, perfekt. Okay, was gibt's hier noch? Was gibt's hier noch? Und kann noch surfen. Was ist hier? Tojo-Fälle. Die Verbindung zwischen Kanto und Johto. Ich muss gerade noch was machen. Ja, ja, drauf. Ah. Was willst du denn, Pokémon? Du Tentacher, du. Level 16. Ein Tentacher Level 16. Was kannst du denn? Du kannst nix. Oder? Kannst du was? Nee, du kannst wirklich nix. Ich bin enttäuscht von dir. Ich bin sehr enttäuscht. Sind jetzt immer noch im Kanto oder könnte ich jetzt hier Fliegen einsetzen? Yep, okay, kann ich. Da. Ebenholz City nochmal. Wir müssen nochmal nach Ebenholz City. Es tut mir leid, aber es ist so. So, denn dieser Herr war ja der Attackenverlerner. Ich bin der Attackenverlerner. Ich verfüge über die Fähigkeit, Pokémon ihre Attacken vergessen zu lassen. Soll ein Pokémon eine Attacke vergessen? Ja. Welches Pokémon? Und zwar Fabian. Welche Attacke soll vergessen werden? Whirlpool. Soll Whirlpool vergessen werden? Ja. Wow, die Musik habe ich noch nie gehört. Cool. Dein Pokémon hat die Attacke vergessen. Sehr schön. So, Beutel. Weil ich glaube, Whirlpool brauchen wir nicht mehr, aber Kaskade brauchen wir noch. Deswegen werde ich Fabian jetzt einfach mal Kaskade beibringen. Mann, ey, Alter. Jetzt hat er schon... Wer kann irgendjemand Feuer-Odem erlernen? Das ist eine geile Attacke. Nein. Ja, supi. Dann rennen wir jetzt hier mit einem... Du hast jetzt wirklich nur drei Attacken. Ich bin perfekt vorbereitet. Mann. Wem bringen wir dann Kaskade bei? Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ach, hier kann man nur heilen. Na toll. Ganz kurz. Wir müssen nämlich jetzt ein Pokémon uns holen, was Kaskade erlernen kann. Puh. Welches Pokémon wird es? Man kann hier surfen und mal schauen, was wir hier so finden. Da oben steht einer. Können wir hier drauf oder ist das ein höherer Berg? Na, ich gehe gleich mal drauf. So ein Tentacher, kann das Kaskade? Level 21. Schaffst du das mit einmal Ruckzuckhieb? Hoffentlich nicht. Zum ersten Mal, das einzigste Mal, dass ich das sage, aber ja, schön. Sehr gut gemacht, Lucky. Doch, das ist wirklich gut. Das können wir nämlich jetzt fangen. Beutel. Ah, da sind nämlich Ja, doch, ich nehme Pokéball. Komm, ich probiere es mal mit dem Pokéball.
Pokéball. Warum ist das E eigentlich klein bei Pokéball? Naja. Toll. Der Tacher wurde gefangen. Yeah. Neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Mal schauen. Es ist eine Qualle. Wer hätte es gedacht, so wie es aussieht. Es ist 90 cm groß und wiegt 45,5 Kilogramm. Wenn es auf den Wellen treibt, setzt es seinen giftigen Tentakel ein, um alles zu berühren. Boah, wenn das mal ins Museum geht, ne? Das toucht alles an. Darfst du aber nicht. So, wie nenne ich dich? Du bist jetzt... Der Toucher. Du bist der Toucher. Du Dutch. Nee, Dutcher. Ah, egal, ist egal. Na, was hast du mit dir? Ich habe ein Pokémon gefangen. Das ist ein Item, was ich hatte. Ich glaube, es war Zauberwasser. Ich brauche es nicht. Möchtest du es haben? Itemtasche voll Zauberwasser. Was war nochmal Zauberwasser? Zauberwasser, Zauberwasser, Zauberwasser. Müll, Fluchtseil, ja. Was war nochmal Zauberwasser? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber gib mal her. Können wir mal nachgucken. Hört sich cool an. Ja. Zauberwasser. Ich gehe wieder zum Fischen. Mach das. Fischen. Zauberwasser. Oh. Okay. Wasserattacken werden verstärkt. Fabian gebe ich das nicht, weil Fabian ewiges Eis hat, was Eisattacken verstärkt. Das finde ich ist besser. Oder? Ja, doch. Das ist auf jeden Fall besser. Dann werde ich mal ins Pokémon Center gehen und mal nach den Pokémon schauen. Und ich denke, ich werde das so machen. Erstmal eins ablegen. Zum Beispiel jetzt hier in dem Fall Lucky und werde eins mitnehmen. Nämlich den Herrn Toucher. Und werde da mal gucken, ob er es lernen kann. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Weil wenn nicht, dann wäre das richtig blöd. Kaskade. Bitte. Ah. Mann. Ablegen. Wir legen Toucher ab. Und ich guck mal, was wir für Angeln haben. Weil dann müssen wir jetzt halt angeln. Wir haben eine Angel. Eine Profi-Angel. Eine Profi-Angel, okay. Eingetragen. Ich weiß gar nicht, was die Taste dafür ist. Ah, egal. C? Nee. Keine Ahnung. Dann müssen wir uns jetzt mal mit der Profi-Angel ein besseres Pokémon fangen. Mal schauen, was wir bekommen. Ja, mich einmal angeknabbert, das ist auch gut. Ja, wir gehen mal einfach hier. Wahrscheinlich, weil wir zu nah am Felsen sind, deswegen. Ja. Nochmal. Oder vielleicht müssen wir auf die Insel. Oh, wir haben es gefangen, sehr gut. Wow, da hat etwas angebissen. Was ist es? Was ist es? Was ist es? Ein Carpador. Wir haben auch schon einen Carpador. Und ich glaube, Carpadore können keine VM-Attacken lernen. Nächster Paraheiler, sehr schön Paraheiler. Wir brauchen doch Profi-Angel. Jawohl, du hast gefangen. Bitte mal was Besseres. Es war schön, dass Carpador gekommen, aber ein Krabi. Krabi ist cool als Pokémon, aber ob das Dings kann, weiß ich gerade gar nicht. Probieren wir mit Lehmschelle ein bisschen was abzuziehen.
Ja, können wir sogar nochmal eine Nebenstelle machen. Krabi und Kaskada. Kann so eine Krabbe so ein... so was hochsurfen? Wisst ihr was? Wir werden es sowieso bald erfahren. Hoffe ich auf jeden Fall. Dass wir dieses Krabi uns schnappen können. Und dann mal nachschauen, ob es das kann. Und gefangen! Krabi wurde gefangen. Yeah! Krabi ist eine Krabbe! Ach du Scheiße, die haben einen Buchstaben verändert. Ja, naja. Er ist... was? 40 cm groß. Ja, ist aber klein. 6,5 Kilogramm schwer. Ah, okay. Findet es keine Nahrung, verschluckt es sein Maul. Schluckt es sein Maul voller Sand und filtert die Nährstoffe heraus. Mache ich auch jeden Samstag, ne? Dann gehe ich immer an den Strand und. Boah. Spitznamen, natürlich. Dann nennen wir dich. Einfach weil die so, ja, so einfallsreiche Namen hatten. Nennen wir dich Nennen wir dich Krabba? Ich suche jetzt irgendein Wort, was noch. In den Krabber. Krabber hört schlussig an. So, jetzt haben wir Krabber. Und wir schauen mal, ob Krabber Kaskade lernen kann. Kaskade erlernen kann, so. Habe ich nicht hingeguckt? Nein. Natürlich nicht. Was machst du nur mit mir, Krabber? Oh Mann, Alter, ey. Aber wir haben zwei neue Pokémon gefangen. Das heißt, wir haben den Part doch nicht so schwachsinnig gemacht wie sonst die ganzen Parts, sondern wir haben auch wirklich was geschafft. Im nächsten Part werden wir versuchen, uns ein Pokémon zu fangen, was Kaskade kann. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Pokémon Kristall. Ciao.